Ich möchte nun zwei Vektoren anzeigen lassen, mit deren Hilfe ich eine Gerade in Parameterdarstellung bestimmen möchte. Ich kann die Vektoren natürlich angeben, indem ich die Werte eintippe, das heißt also die Vektoren in die Eingabezeile eingebe. Ich möchte es aber hier von Hand mit dem Werkzeug machen und muss vorher zunächst mal einen Ursprung definieren, damit ich ihn nicht jedes Mal eintippen muss. Und dann zeichne ich zwei Punkte A und B und benenne die entsprechenden Vektoren jeweils auch um, dass sie den Namen A, klein a und klein b haben. Nun muss ich den Schieberegler für den Parameter erstellen. Ich gebe ihm den Namen Lambda und lasse die restlichen Einstellungen hier, außer dass ich den Schieberegler etwas breiter darstelle. Und nun möchte ich gerne ein Vielfaches des Vektor b hier an die Spitze von a ansetzen. Das mache ich mit Hilfe der Eingabezeile. Und ich verwende dann den Befehl Vektor, von dem es die Möglichkeit hier gibt, Vektor zu Punkt hin, das heißt vom Ursprung aus, oder von einem Anfangspunkt zum Endpunkt. Und das soll dann in diesem Fall a sein. Und der zweite Punkt ergibt sich ja aus der Summe a plus Lambda mal dem Vektor b. Ich kann natürlich auch anstatt dem Punkt a auch den Vektor a verwenden. GeoGebra kann aber mit beiden rechnen. Das heißt, es ist egal, ob ich jetzt den Punkt a oder den Vektor a angebe. In diesem Fall gehören die beiden ja zusammen. So, jetzt möchte ich noch den Punkt p einzeichnen, der sich aus der Summe dieses Vektors sowie das Vielfache vom Vektor b ergibt. Und auch das mache ich mit Hilfe der Eingabezeile. Das ist ja der Vektor u. So. Ich probiere mit dem Schieberegler, ob es funktioniert. Und zeichne noch einen Vektor vom Ursprung zum p direkt hin. Als nächstes stelle ich die Eigenschaften etwas hier um. Das heißt, ich mache die Vektoren etwas dicker. Ich ändere die Farben, sodass ich zum Beispiel sehe, dass a und b hier jeweils die vorgegebenen Vektoren sind. Gebe dem hier eine andere Farbe und ebenso diesen Vektor hier. Nachdem ich nun die Farbe und die Dicke geändert habe, möchte ich noch die Beschriftung verändern. Und zwar möchte ich gerne, dass hier diese Vektoren a und b mit einer richtigen Pfeil geschrieben werden. Dazu gehe ich wieder in das Eigenschaften-Dialog und verwende hier die Beschriftung mit LaTeX, bei der ich das Vektorsymbol angebe. Und ich verwende den, jetzt bin ich, sehe ich gerade, dass ich im falschen Objekt bin. So, da muss das hin. Ich verwende die Variable $n, um den Namen zu sehen. Muss aber noch hier natürlich umstellen. So, da ist jetzt die richtige Beschriftung. Das gleiche beim Vektor b. Beim Vektor u hier kann ich das aber nicht machen. Wenn ich hier die Beschriftung einschalte, würde ich ja gerne noch als Faktor das Lambda noch mit dazu nehmen und das b. Das geht hier eben nicht, weil es ist nicht der Name. Ich kann natürlich einfach als hier das Ganze so ersetzen. Aber ein Lambda vorne dran
kann ich zwar auch schreiben, aber ich habe halt nicht die Zahl eingesetzt. Das heißt, ich sehe nicht, was für eine Zahl Lambda tatsächlich als Wert hat. In diesem Fall würde ich auf diese Beschriftung hier verzichten und stattdessen dynamischen Text verwenden. Dazu bestimme ich den Mittelpunkt zwischen A und P und setze diesen Text an diesen Punkt C hier ran. Habe vergessen, das JavaScript LaTeX zu aktivieren. So, der Text ist jetzt immer in der Mitte des Vektors. Ich zeige oder verstecke diesen Mittelpunkt und wenn ich den Text hier noch farblich anpasse, dann sieht es so aus, als ob er eine ganz normale Beschriftung ist. Damit man jetzt die gerade erkennen kann, sollte man hier natürlich die Spur anschalten und schon lässt sich eben zeigen, wie Parameter und gerade zusammenhängen. Ich würde empfehlen, den Wert für die Schrittweite hier auf 0,5 zu setzen, denn je weniger Zahlen es sind, umso deutlicher wird es eigentlich, wie der Zusammenhang ist. Man wird also, oder die Schüler werden nicht überfordert von zu vielen verschiedenen Werten, sondern können ganz genau erkennen, welche Auswirkung dieser Faktor jeweils hat. Man kann jetzt natürlich das Ganze nochmal darstellen, indem ich einen dynamischen Text erstelle, entweder hier in diesem Zeichenbereich oder indem ich vielleicht die Grafik 2 verwende und dann die Werte für die Vektoren a und b direkt einsetze, ebenso wie den Faktor. Dann kann ich dann den Zusammenhang erkennen zwischen diesen Vektoren, dem Faktor und diesem Punkt P. Ich denke, dass dieses Arbeitsblatt auf jeden Fall auch für Schüler geeignet ist, dass sie dies selber zeichnen und dann eben verstehen, was hinter der Parametergleichung für Geraden steckt.